Sind wir schon online? Sind wir schon online? So, die Petra hat mich jetzt dazu verdonnert, euch ein bisschen mitzuteilen, wie wir so Touren planen. Und das Tourenplanen ist ja nicht so einfach. Also, das ist ja dann recht ein toller Erfolg, wenn man so einmal was gemacht hat und so. Aber bis es so weit kommt, gell, dann muss man zuerst mal ein Gebiet aussuchen, wo man überhaupt fahren mag, nun auch nicht. Und wir richten uns das Ganze eigentlich immer so, wo relativ viel Infrastruktur war. Also, ich habe Militärkarten aus dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg, wo die Befestigungslinien waren. Da bin ich jetzt zum Beispiel auf Google Earth schon ein wenig schauen. Und hat man das dann, wenn man das so sieht, dann kommt das gleiche mit der Kamera, oder? Da seht ihr solche Pins überall, schon mal die ganzen Bunkeranlagen und Befestigungslinien gesetzt. Und in der Gegend weiß ich mal, dass eine Infrastruktur herrscht mit Pionierwege und Erschließungswege. Und so habe ich eigentlich, haben wir da rausgeholt, das Google Earth relativ voll bei mir, die ganzen Sachen, wo ich da überall schon was im Sinn hätte und was machen könnte. Da richte ich mich danach. Und das ist in die Dolomiten oder da, wo ich beim Abkommen schon mal gut werden. Weil meistens sind die Wege auch schon früher genutzt worden und dann sieht man da überall, die ganzen Punkte eingesetzt. Und da weiß man dann schon, da hat irgendwer mal immer irgendwas Großes bauen. Meistens mutieren die Wege in den Laufe der letzten Jahrzehnte zu coole Trails. Und dann habe ich analoge Karten zum Beispiel da noch. Das sind dort die Tabakokarten. Wo ich mir dann schon ungefähr mal anschaue, das Topografische, dass ich sagen kann, funktioniert sowas. Und wenn man da zum Beispiel dann so auf die Karten schaut, oder? Und die Wege verlaufen dann so serpentinenmäßig in die Richtung, dann ist es schon mal ein guter Indiz, dass das für uns Biker eine tolle Geschichte werden kann. Dann schaue ich mir das nur ein bisschen an, ob so Abbruchkanten stark geschnitten werden, was man da so sieht, oder? Ob das dann zu stark schneidet, weil meistens sind die dann zu verwittert oder ausgewaschen, was nicht so viel Sinn macht. Und wenn das dann funktioniert hat, dann fange ich mit dem Google an. Und das habe ich jetzt auch schon hergekriegt, das ist eine Dolomiten, da sieht man das Büttel. Genau, da sieht man das Büttel. Und da muss ich ein bisschen hergehen, glaube ich, dass die das auch sehen an dem Video. Genau, da sieht man dann schon so alte Bauten und da sieht man in den Berg eigentlich relativ gut die ganzen Wege. Und wenn das dann so ist, lass mich da wieder drauf drücken, wird noch ein bisschen größer, wenn dann so, da google ich nach, ob das eine Wandertour ist oder so, und dann, ja, dann ist eigentlich relativ viel gewonnen. Das Ganze zum Schluss riecht immer dann noch zusammen digital, bei uns jetzt bei Komoot, da kann ich mir das dann einzeichnen und hab da meine Geschichte und da kann ich dann einzoomen und da wieder meine Wege. Da lege ich dann eine Linie durch das Ganze. Zack, dass ich es oben habe und lade das dann aufs Handy auf. Da habe ich Offline-Karten oben, mit denen kann ich schlussendlich navigieren. Und wenn ich sowas habe, dann gleiche ich es natürlich mit mehreren Karten ab. Das sind so viel Open, Streetmap, Sigma Topo, Hike Biken, Bike Map. Ja. Und da muss ich das Ganze mal abgleichen, ob das überall drin ist oder ob das überall so dargestellt ist. Und sollte es ähnlich sein, dann macht das relativ viel Sinn. Was noch was ist, gerade bei den Hechenberg, wo eine Vergletscherung einmal da war oder so, man ist auf Moränen am Weg, dann geht das irrsinnig gut zum Fahren, dann meistens fährt man auf so einen Sandkegel, das ist dann super ausgekommen. Das ist ja da zum Beispiel das Fahnesgebiet, Zenesgebiet oder was wir letztes Jahr gemacht haben, die Wüde Kreuzspitz, die sind dann auch so die Wunderer Berg oder Fitscherjoch, wer es gefahren ist, da kann man dann auch Wege nehmen, die was auf der Kompasskarte zum Beispiel punktiert sind, nur die sind auch fahrbar. Weil da sieht man, die Höhenstichtlinien sind nicht so eng zusammen, das heißt ein bisschen flacher und machbar. Und wie gesagt, muss man sich halt die Gebiete anschauen. Und wenn man in einem Gebiet ist, dann kann man schon mal über die Ecke umschauen und sagen, okay, da würde auch noch was gehen und dann mache ich das noch und so zimmert man sich halt das zusammen. Und dann bleibt halt ungefähr, sage ich, wie viel ist das, 40% der ganzen Party, die restlichen 60-70% sind eine Überraschungspartie. Ob das dann überhaupt geht, sieht man eh nur, wenn man es dann fährt. Ja, und da habt ihr eh uns, also müssen wir so Tracks nachfahren, weil meistens da haben eh nur die Online was Hand und Fuß hat. Ja, so läuft das Ganze. Ja, wie gesagt, also der Ursprung von der ganzen Planung sind meistens Gebiete, wo eine gute Infrastruktur geherrscht hat oder immer noch herrscht, oder traditionell was gewachsen ist aus der Vergangenheit. Zum Beispiel da in der Gegend von Riednauen, also Südtirol, da ist irrsinnig viel Bergbau betrieben worden,
Da geht auch brutal viel zum Fahren. Und da muss man sich halt dann austesten, wie das geht. Ja, so läuft es ab. Ich würde auch Vorbereitung für so eine Tour ungefähr, was braucht man da? Also ich plane ungefähr ein Jahr voraus, da habe ich die Tour dann immer ein Jahr lang auf Vorrat und von der Planung selber sind ungefähr so 5 bis 10 Stunden pro Tour gelaufen. Die Planung im Schnitt. Ein paar ewig viel, wenn man da mal ewig auf googeln oder schauen oder was überlegen, aber meistens, wenn man dann in einem Gebiet wohnt, dann kann man schon relativ viel auf der Karte nachlesen, so wie es wird gehen. Also. Ja, und vielleicht noch dazu, du planst ja so weit voraus, weil man eben von dem Wetter auch nicht sagen kann, dass du halt dann schon ein paar Sachen in petto hast, damit du nicht bei schlechtem Wetter dann genau in die Region fahren kannst. Genau, wir haben dann aber Regionen, also wenn ich jetzt dann in die ganzen Alpen da anschaue, dann haben wir halt in die Westalpen, Frankreich, Italien, bis euch in Mentor, Monaco relativ viel. Wir haben dann auch Comasee, die Gegend, dann Wallischen Alpen, Schweiz ein bisschen was. Haben dann Alpenhaupt natürlich extrem viel, weil es ist für uns recht nah, an der Stunde Auto fahren bis zwei. Und dann haben wir noch Ostitalien, Slowenien, haben wir auch noch einen Bereich. Und wenn das Wetter jetzt wo herzieht, in eine Richtung, dann können wir immer springen und dann haben wir immer was. Genau. Außer heute, deswegen machen wir das Video für euch. Genau. Passt. Wenn es noch Fragen gibt. Kommentieren. Genau. Und anreden, wie für jedes Ding offen. Also was geht. Ja. Ja, dann vielen Dank.